Ja, Leute. Schlechte Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mitbekommen habt. In der Nacht wurde schon spekuliert, dass Hanno Behrens unseren FCA verlässt. Und jetzt ist es offiziell laut Liga 2 Online wird er uns mit sofortiger Wirkung verlassen und zum indonesischen Hauptstadtclub Jakarta wechseln. Für drei Jahre. Er bekommt einen Dreijahresvertrag und die Ablöse beläuft sich auf 200.000 Euro, was natürlich auf der einen Seite richtig gut ist für unseren FCA und ist sozusagen dann auch irgendwie logisch ist, warum wir uns Sebastian Till geholt haben. Im ZOM gibt es jetzt mehr Konkurrenz für Arno Berens, Das absolute Mentalitätsmonster. Eine richtige Führungsperson da in der zweiten Liga und vor allem für unsere Mannschaft, muss man einfach so sagen. Er hat sie zusammengehalten. Vom Mittelfeld bis in die Offensive war sehr, sehr gefährlich mit richtig schönen Toren. Ich erinnere nur an das Ding, gegen Düsseldorf, Hannover beim 3 zu 0 oder dieser schöne Kopfballtreffer gegen Holstein Kiel, a la Cristiano Ronaldo, also ja, was der auch wirklich in der Offensive gezeigt hat. Und was auch immer, Elfmeter ganz sicher verwandelt gegen Regensburg. Eine wirklich äh, absolute Schlüsselfigur in unserem Mittelfeld, verlässt uns jetzt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Thomas Doll ist dort Trainer, die kennen sich noch aus der HSV-Zeit. Ich bin echt ein bisschen. Geschockt muss ich sagen. Dachte erst, das Ganze wäre fake gewesen. Aber jetzt haben es mehrere Medien berichtet. Und tatsächlich soll es so sein. Es freut mich natürlich für Hanno, dass er jetzt hier wahrscheinlich dann einen Verein findet, wo er seine Karriere ausklingen lässt. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Taler mehr verdient. Man muss ja auch sagen, Indonesien ist ein schönes Urlaubsland. Da gibt es hohe Wellen, surfen und so weiter. ist ja auch sein Hobby und ich denke, das kann er dort noch mal ein bisschen besser als in Rostock, auch wenn es hier eine Ostsee gibt. Wenn man sich's da im Alter gut gehen lassen möchte, warum nicht? Er da mit Thomas Doll natürlich auch einen hat, den er kennt und dann einfach mal ein anderes Land, sage ich mal, dann zum Abschluss seiner Karriere noch mal bereisen möchte und einfach mal besichtigen will. Ich habe keine Ahnung, wie das da mit Fußball aussieht. Jakarta noch nie gehört. Keine Ahnung, ob es da auch so viele Zuschauer gibt oder was auch immer, aber man muss ja sagen, es ist eine schöne Gegend und trotzdem umso bitterer, dass wir so einen guten Spieler jetzt hier ver äh, ja, ab verabschieden müssen. Ich, keine Ahnung, was ich sagen soll, es also ist auch übelst heiß hier, die Fliegen greifen mich schon an. Ähm, ja, alles Gute an Hanno, höchstwahrscheinlich ist das Ding jetzt fix. Ich bin ein bisschen traurig. Wie seht ihr das Ganze? Natürlich, mit Till haben wir da jetzt einen guten Ersatz. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, diese Zweitliga-Erfahrung, die wird uns vielleicht fehlen. Es waren Lieder auf dem Feld. Und ich denke, ja, dass wir zwar auch mit Kolke natürlich Spieler haben, aber dann auch auf dem Feld mit Hanno Behrens einen wichtigen Mann einfach verlieren. Das muss man einfach so sagen. Er hat unsere Mannschaft zusammengehalten und mit seiner Erfahrung, die ist halt schon wirklich sehr sehr wichtig gewesen. Geht da wirklich ein guter Mann von Bord. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, aber er war wirklich immer richtig korrekt zu den Fans, hat seine Trikots verteilt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es ja mitbekommen und deswegen natürlich nur das Beste. Ja, schade, 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 aber gut. Wie seht ihr das ganze? Lasst es mich wissen und jetzt bleibt stabil. Wir hören uns hoffentlich wieder bei einem positiveren Thema. Ich denke, Till ist aber auch ein guter Ersatz. Müssen wir abwarten. Also bleib stabil und bis zum nächsten Mal.